weiteren Folge World of Goo. Mit Salzi. Das bin ich. Oh, ich krieg wieder Gänsehaut. Junge, diese Musik, die macht mich fertig. Eine nehme ich noch auf für euch, ja? Danach warte ich erstmal euer Feedback ab, was ihr so davon haltet. Und ob ihr Bock habt. Sonst spiel ich halt alleine durch. Vielleicht auch nicht, weil es ist so ein schönes Spiel, Leute. Es ist so ein schönes Spiel. Freedom Scraper 3000. Yo, Alter. Nice to meet you erstmal. Alrighty. Sie lassen nur genau geprüfte Goo-Bälle auf die Hauptinsel. Man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein. Vor allem, da sich die Energiequelle für die gesamte Welt hier irgendwo auf der Insel befindet. Aber versuche nicht, den porösen Keilriemen zu zerreißen. Es scheint, als bestünde er aus stark beanspruchten Goo. Der ungebundene Schildermaler. Der Schildermaler. Die Legende. So, was mache ich hier? Oh, mal eben. Diese Ballons sollten nur zur Unterhaltung und Entspannung dienen. Nicht um Sicherheitssysteme zu umgehen. Es ist zu unserem eigenen Wohl. Der Schildermaler. Well, 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 Mr. Schildermaler. I've got a feeling, dass ich da Ballons für machen möchte. Das reicht eigentlich schon, ne? So, wo will ich denn überhaupt lang? Also ich will nicht hier unten sterben. Kann ich denn hier rauf? Oh, hä? Fußspuren? Ich muss die... Ach du Scheiße. Alrighty. So, wir kommen alle mit, ja? Nee, das hat schon mal nicht geklappt. Neustart. Okay, also. Ich baue hier einen grünen hin, der alle meine schwarzen mitnimmt, right? Das klang falsch. Anyway. So. Ballons, richtig. Ballons, Ballons. Zwei Stück sollten daran. So, und dann aber auch... Upala, du kommst mit, Kollege. Kann ich hier noch irgendwo Ballons ranmachen? Nee, ne? Da will ich keinen ranmachen, obviously. Freedom Scraper 3000. Ich muss euch irgendwie da rüberbringen, aber das, ich glaube, das klappt, oder? Dann da hoch mit Ballons. Okay, das kriege ich hin. Wie sieht's aus? Klappt das? Oi, jappadu. Also ein paar haben wir rüberbekommen, ne? Aber das wird auch ein weiter Weg sein. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Das geht kaputt. Muss ja eher solche Dinge anmachen. So, so wie so ein Schaufelrad jetzt hier, so ein paar Kellen. Hier ist keiner dran. Kommt so noch einer, aber gebt euch mal bitte alle hier hin. So, ich bringe mal schon mal hoch. So fast. Sehr gut. Ich brauche aber die eher, die schwarzen. Wir haben noch ein paar. Na ja, komm mal her. Zack. Na, na. Kommst du jetzt her? Danke. Noch einen bitte. So. Na. Ballon. 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 Jetzt liefern wir mal ab hier den Lachs. Perfekt, da kommen noch ein paar. Die 3, 4 lassen wir da jetzt mal außen vor. Bitte hör auf zu zacken. Oh. Okay, doch, nee. Okay, funktioniert. Functionated. All easy. All good. Nimm den dann bitte noch mit. Los. Halt, stopp. Halt, stopp. Den wollen wir mitnehmen. Der liegt da, den holen. Also, wir lassen hier niemanden zurück, der da schon liegt. Also, das wäre ja. So, zack, rein damit. Weiter im Text. Weiter im Text. Ich sag euch, wenn man World of Goo spielt, ist man danach ein besserer Fortspieler, habe ich gehört. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. So, als Fingerübung für Forts. Zeit zu arbeiten, meine Damen und Herren. Oh ja, ich erinnere mich. Warte, ich muss das Schild da oben erst lesen. Nee, hier unten. Hallo, ein rotes Rohr.
Es scheint sehr exklusiv zu sein. Nur bestimmte Arten von Gut dürfen passieren. Der schöne Maler. Dann wartet euch da rein. Die schlafen. Damit kann ich nichts machen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Gu im ganzen Land? Der schöne Maler. Okay, damit du bist. Du rollst da runter. Knallst darauf und wirst zerquetscht. Sounds just like a deal. Okay. Und jetzt? Ja, aber was mache ich denn jetzt? Du kannst ja doch nicht... Oder ist das okay, wenn du kaputt gehst? Kollege. Na gut. Na gut. Jamako! Hä? Der geht nicht rein. Ah, nur Rote können da rein. Ja, okay. Hat er ja gesagt. Ach, salzi, Mensch. Ja, ich erinnere mich an die mit dem Münden. Ich bin mit dem kleinen Kussmündern. Okay, das war einfach. That was easy. Oh ja, ja, ja. Diese Musik jedes Mal wieder, ey. Ich krieg Gänsehaut. Hör auf. Oh. Wo sind denn alle hin? Der schöne Maler. Ja, aber wo sind alle hin? Und wie soll ich da 6 Stück reinkriegen? Ja, kriegen wir schon. How? Na, Kollege. Okay, ja, nee, doch, ja, nee, eigentlich war elementar, Watson. Weiter. Du findest die Pfeife. Gubert ist von ihrer Musik fasziniert. Alright then. Ich will aber den noch machen. Das Vulkanheilbad. Bedung. Jeder ist willkommen. Das müssen sie jedenfalls sagen. Aber wenn sie so aussieht, kommt sie nie rein. Es gibt eine andere Röhre dort oben, die ihr gefallen dürfte. Der Schildermaler. Diese hübsche Blume. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn man ihr näher kommt. Der schöne Maler. Dieses Rohr saugt alles auf. Es ist wohl am besten, sich fernzuhalten. Pfeife nicht vergessen. Der Schildermaler. Nee, ich versteh's nicht. Was muss ich machen? Eigentlich doch nur alles hier wegmachen und da rein, oder nicht? Aber das klingt irgendwie falsch. Ich hab die Texte nicht aufmerksam genug gelesen. Was passiert, wenn ich das hier so... Ach so. Ja, gar nichts, obviously. Ich kann nicht ranbauen. Warum kann ich nicht ranbauen? Warum schlafen die noch? Did I just... Selbstbelohnung, ich war. Okay, ich muss also das Ding da ranbringen. I don't quite get it. Yet. Okay, das geht also. Sehr gut, Salzi. Mach's direkt wieder. Warte, wie habe ich die Pfeife gemacht? Ich habe gerade irgendwie gepfiffen, aber ich weiß nicht wie. Jamako. Vorsichtig, Kollege. Okay, Linksklick gedrückt halten. Und dann? Kann ich sie quasi zu meiner Position machen, oder was? Hoppala.
Nein, Kollege. Ja. Jamako. Oh, der springt aber auch gefährlich. Also ich muss da zu der Blume, aber muss ich ihn zu der Blume kriegen? Wie kriege ich ihn kaputt? Da oben? Ach, so weit hoch? Dieses Rohr saugt alles auf. Okay, Rätsel über Rätsel, meine Damen und Herren. Versuchen uns erstmal dahin zu verbinden und gucken, was diese Blume jetzt macht. Okay. She's just killing me softly. Okay, dann probieren wir uns einfach mal da hochzubauen. Aber wie sollen wir das machen? Wir müssen ja den irgendwie kaputt kriegen. Jamako. Komm mal hierher, bitte. Wie soll ich das machen, ohne den hier gleich da in den Abgrund zu knallen? Kommt hier rüber. Okay, wir bauen uns jetzt hier so auf. Schwitzer, 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 danke. Das ist complicated. Könnt ihr bitte alle mal da wegkommen? Danke sehr. Ja, da wegkommen! Weg da! Mann! Noch 12,2 Meter. Komme ich da weiter weg? Ja, okay. Komm, 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 meine Kleinen. Okay. Das dürfte ich eigentlich alles auflösen können hier. Nein, Kollege, komm mit. Habe ich hier unten noch welche? Nein, okay. Ich mach das so. Jetzt sieht es relativ stabil aus. Kommt hier mal weg, ihr kleinen Lümmel. Hoppala, das war nicht der Plan. Oh ne, den wollen wir nicht anfassen. Oder muss ich die Blume auf das Viech hier kriegen? Da hoch sieht irgendwie brutal schwierig aus. Ich probier's mal. Mach da mal einen hin. Hallo? Kollege. Danke. Kommst doch weg, ich brauch dich. Oh. Okay, 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 we got it, we got it. Ladies and gentlemen, we got it. Er musste doch da oben hoch. Alrighty, wir mussten nur bis dahin. Okay, entspannt, entspannt, entspannt. Aber wir durften nicht da ganz rüber. Jetzt können wir uns einfach fallen lassen, right? Einfach abbauen, fallen lassen. Oh, nein, oh, schnell, schnell, mach das weg! Das war ja nicht knapp.
Ey, Digga. Kommt ihr da beiden jetzt bitte rein? Danke sehr. Boah. That was a bummer. Zack, weiter. Die Schöne und der Elektrische. Gut. What are we gonna do here? Erstmal Schild lesen. Wir müssen in der Nähe der Energiequelle sein. Aber was ist es? Kohle? Kernenergie? Wind? Punkt, Punkt, Punkt. Gu? Wahrscheinlich etwas noch eleganteres. Der Schildermaler. Musik, Alter. Star Wars Vibes. Wo soll ich denn hin? Da unten. Oh. Hier steht, bleib brav. Mom sieht zu. Alarm. Ich muss dicht da ganz rüber. Warte, ist das wohl rot gewesen? Nee, ist schwarz. Also, was soll ich mit dem roten Ball? Der kann auch theoretisch. Aber ich muss 16 abgeben. Ich weiß ja nicht, also. Ich finde so ein Luftballon-Gedöns hier. Ah, hier bleiben. Zack. Okay, so far so good. Sie sind da unten runter. Okay. Ich glaube, ich werde mal sie heranholen, oder? Komm, Dickerchen. Beweg deinen Hintern. Schön darüber. Na? Oh, nee, den darf ich nicht nehmen. So, ganz sachte darüber geschuckt. Rolle, 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 rolle. Zu dem Bade, dass ich Wasser fließe und so. Ja. Ja. Looks good to me. Wir kommen uns da nicht mehr hingebaut, ne? 18, 19, maximal. Na gut, weiter. Das Kapitel schaffen wir noch. Glaubt an mich. Ich glaube nicht an mich. Oh, wieder Gänsehaut. Oh, ich, schon wenn ich hier reingehe, kriege ich Gänsehaut, ey. Die Pfeife. Lerne wie. Wie man pfeift. Okay. Warte. Dreht sich das, wenn ich wieder zu der einen Seite? Kollegas, kommt mal hier rüber, bitte. Tatsächlich. Oh ja, aber. Oh, ja, nee, ich will euch ja. Nein, kommt hier wieder her. Hierher. Put, 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 put. Sie scheinen dem Pfeifen zu folgen. Eines Tages, wenn sie eine DVD ihrer Abenteuer veröffentlichen, wird einer der Go-Bälle vielleicht sagen: Wir haben die Moves. Du hast den Groove. Der klassisch veranlagte Schildermaler. Alright then. Dann machen wir jetzt den. Reicht das schon? Ich glaube, ne? Das könnte schon reichen. Nee, einen muss ich noch. Komm dran hier.
Hier geht's lang. Komm, 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 komm. Ist jetzt nicht so schwierig. Put, 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 put. Und weiter. Okay, well, that was easy. That was easy. Pfeifen kann ich. Na, das Pfeife. So, vorletztes Level von Kapitel Nummer 2. Der rote Teppich. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh, es ist so eingebrannt in meinem Gehirn. Es ist so geil. Ich habe das damals einmal gespielt oder so. Lächle für die Kameras. Hey, jeder sieht heute Abend so fantastisch aus. Weißt du überhaupt, wohin das Rohr führt? Sagen wir es ihr lieber nicht. Der Schildermaler. Achso, jetzt geht der Beat wieder von vorne los. Nice. Fucking love it. Warte, hier rein? Da zerquetschen und dann so eingesaugt werden. Das soll funktionieren. Das könnt ihr nochmal. Ich weiß nicht mehr, was ihr könnt. Ich brauche hier mehr Gewicht. Dann rollt das dahin. Dann muss es da rüber. Also muss ich erst mein Katapult. Mein Katapult! Mein Katapult muss hier erst fertig gebaut werden. Reicht das als Rampe? Nee, da wollen sie nicht so. Oder wachst doch nicht so hoch. Hör rein. Na, komm her. Kollege, versteck dich nicht. Hör mal. Hör auf, deine Mann kaputt zu gehen. Ach, du gehst mir auf die Eier, weißt du? Das ist die beste Rampe. Ja, das muss rampiger sein, oder? So. Das sollte rampig genug sein. Wie schwer muss ich das Ding denn hier noch bauen? Hör mal. Ihr werdet doch alle dadurch sterben. Ihr armen Viechers. Oh, jetzt nicht umkippen, bitte. Wackelt da gerade irgendwie ein bisschen gefährlich rüber. Aber jetzt nicht in die Seite rüber. Oh. Reicht das? Reicht. Reicht. Rolle, rolle, rolle. Rolle, 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 rolle. Ja, wunderschön. Und jetzt hier hoch. Sehr gut. Hä? Ach so, ich muss da noch hochbauen. Okay. Ah ja, das kriegen wir hin. Dann soll es nicht scheitern. Ich krieg nicht weg, ne? Doch, hier. Hier krieg ich einfach weg. Komm mit zu Papi. Piu! Piu! Oh, Kollege. Drüber hin. Danke. Ja, aber jetzt wird's interesting. Na. So, sauge, sauge, sauge. Hoppala. Doch, hält noch. Schön saugen. Kollege ist hier oben. Saugt er gar nicht mehr, oder was? Ah, das ist nur rot wieder.
Geht ja gar nicht. Let's go. Okay, meine Damen und Herren, sind wir ready. Kapitel 2. Das letzte Level. Wir gehen rein. Genetische Sortiermaschine. Manche Bälle sind hübscher als andere. Die letzten Gubelle schien nichts zu merken. Schien nicht zu merken, dass sie in einer Art riesiger genetischer Sortiermaschine waren. Die schönen ins Töpfchen, die hässlichen ins Kröpfchen. Ich finde, jeder ist schön. Vor allem ich. Der kompromisslose Schildermaler. Okay, hier wollen wir nicht rein, right? Wo wollen wir denn hin? Da hoch. Also. Okay. Nein, Schräge. Hallo. Wie soll ich die da hochtransportieren? Oh, es hat geklappt. Ich meine, natürlich hat es geklappt. Habt ihr es angezweifelt? Ich habe nur einen roten, right? Ah ja, okay. Nee, I get it now. Reicht hier einer? Okay, das war fairly easy. Der wird angesaugt. Oh, voila. Okay, der kommt wieder rein, das ist okay. Ach, da müssen alle rein, weil die schon direkt kaputt gehen. Fällt der jetzt die ganze Zeit da oben rein, oder was? Na, sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Dicht machen. So. Guck mal hier. Way too easy, dude. So easy, dude. So, wenn die da dann gleich alle drin sind, dann können wir dich hier losmachen. So, weiter rollen. Rolle, rolle, rolle. Ja, du kannst auch weg. Kollege. Platz da. Schön weitergesaugt werden. Oh, warte. Es ist bald Winter. Es liegt Strom in der Luft. Ich bin mir nicht sicher, ob dies die knisternde Nervosität ist. Oder weil die Energiequelle so nah ist. Sehr nah. So hätte besser gepasst. Wir gehen weiter. Nach oben. Flum, 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 flum. Flum, 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 flum. Oh mein Gott. Das ist die schöne Dame. Punkt, Punkt, Punkt. Sie ist wunderschön. Ich meine, ich bin froh, dass das hier kein HD ist oder so. Für eine, die hunderte von Jahren alt ist, sieht sie fantastisch aus. Aber wer ist sie? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Der Schildermaler. Sie ist so beautiful. Meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge World of Goo. Ich bedanke mich herzlich liebst fürs Zuschauen. Lasst mich wissen, ob wir die letzten Kapitel auch noch weiterspielen sollen. Spaß am Spiel. Dann hören wir uns. Euer Salzi. Bis dann. Ah, doch nicht. Die letzten Goo-Bälle entdeckten, dass die riesige Dame ein lebender Generator war. Und dass diese Schönheit eine hochreaktive Chemikalie war. Wie Benzin. Oder Terpentin. Seit Jahren trieb ihr Schönheitssaft die ganze Welt an. Aber mit der Welt wurde auch sie älter. Als ihre Schönheit vertrocknete, sank auch ihre elektrische Leistung.
bis heute Nacht. Durch tolle, neue Schönheitschirurgie und reine, direkt in ihre Stirn gespritzte Schönheitsprodukte schwanden die Anzeichen des Alters. Selbst wenn sie ihr Gesicht wegen der Chemikalie nicht bewegen konnte, war der Schönheitsgenerator wieder da. Eine echt nachhaltige Energielösung. Auf der ganzen Welt leuchteten die Lichter heller. Die Stromzähler drehten sich schneller. Stromleitungen waren voll frischer Energie. Eine Fabrik öffnet im Süden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Na 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 na.